Also ja, das sind bisher zumindest unsere Pläne. Ich will jetzt auch noch nicht alles verraten, damit wir ein bisschen, naja, Neugierde, sage ich jetzt mal, hier reinbauen. Und ja, ich mache dann jetzt weiter hier die Hütte. Ich farm gerade ein bisschen Holz ab. Ja, Holz können wir immer gebrauchen. Ja, ich, ja gut, Tür, mache ich jetzt einfach mal da rein. So, ja, ich brauche wirklich Schnacke. Das geht mir hier viel zu langsam. Das dauert viel zu lange. Und ich denke, da können wir alle einer Meinung sein, ewig hier rumwarten, bis wir hier alles abgehackt haben. Da kann man Hunderte, naja, was heißt Hunderte, ist ein bisschen übertrieben, tausende Videos finden im Internet, die alle hier irgendwelche Sachen abbauen. Ich meine, das kennt inzwischen jeder. Ja, zum Beispiel, das wird jetzt hier nichts sonderlich Neues sein, was wir hier machen. Aber mal gucken, wir versuchen das Ganze hier so spannend wie möglich zu machen. Ja gut, ich könnte jetzt mal Steine gebrauchen. Ich gehe jetzt einfach mal auf Steine so. Da hinten sehe ich auch schon welche. Vielleicht finden wir auch so irgendwann mal was sowas wie Kohle. Ich habe schon Kohle gesehen, aber ich habe war zu faul, die abzubauen. Ah ja, die Kohle können wir eventuell können wir später noch ganz gut gebrauchen. Wir können auch erstmal Holzkohle machen, aber ja. Ja, die werden wir wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja, für die ersten Öfen. Ah, ich habe eine gute Idee. Hier könnten wir eventuell später noch so eine Art Vorratskammer machen. Ja. Bei meinem Texture Pack sieht das ganz cool aus, dieses Holz. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ein anderes Texture-Pack als du. Ist egal. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt innerhalb des Laufe dieses Let's Plays noch, dass ich mir noch ein paar andere Texture-Packs hier reinhaue. So, jetzt habe ich es. Und dann wird ja auch hier Abwechslung reinkommen. So. Ja. Und wir wissen es noch nicht ganz genau, aber vielleicht wird es hier auch noch mal Videos oder Let's Play-Aufnahmen aus Sicht von anderen geben. Also jetzt eventuell von meinem Kollegen, der hier auch rumarbeitet, Mr. Dark. Oder so Gastherren, die hier zukommen. Dann machen die Videos und wir schneiden die dann mit irgendeinem Programm zusammen. Und dann wird das hier, denke ich mal, doch auch ganz interessant. Ja, ich könnte jetzt wirklich mal wieder was essen. Schieb doch großen Hunger hier. Ich glaube, die nächste Nacht, wenn ich so weitermache hier mit meinem Essen, werde ich das nicht ganz überleben. Naja, gut, wir werden gut. So, jetzt habe ich mal ein paar Steinchen hier. Ich habe den Boden fertig gemacht, habe noch eine Truhe gebaut. Ah ja, das ist ja gut, da können wir unseren ganzen Kram ablegen. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch hier so ein komisches. Ich glaube, dieser lila Ball ist, glaube ich, so eine Art Auge, oder? So ein Spinnenauge. Ja. Aber jetzt irgendwie. Fäden habe ich von der Spinne nicht bekommen, das ist ja doof. Ich Aber meine, ich schon mal glaube, mit. in dem Auge kann man Vergiftungstränke oder irgendwie sowas brauen. So, jetzt funktioniert der Das habe ich mit Spinnenring hier. Frau noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Also, ich weiß ja nicht, wo du hier eine Truhe gebaut hast. Eine Tür, meinst du? Ach, die Truhe habe ich noch im Inventar. Ah ja, aber schön, dass du eine Tür gebaut hast, ne? Ja, ich So, dann würde habe. ich sagen, mach mal in diese Hütte schon Fenster rein oder ist es dir einfach nicht wert? Wir machen das Fenster rein, würde ich Ja, sagen. gut, Fenster ist immer eine gute Gelegenheit. Das ist unsere erste Hütte hier in unserem Let's Play. Das muss einfach mal sein. So, dann entscheide ich mal, dass wir hier eins machen. Hier eins machen. Ah, nee, das geht mir jetzt so langsam. Mach ich mir jetzt nochmal schnell eine Spitzhacke. So, Tassen. dann. So, dann nochmal das hier. So, Planks, das wird das reicht. So, nee, jetzt. Wir haben ja schon Steine, warum dann jetzt, warum Holz, ne? Warum? Immer aufs Billige gehen und Hauptsache nur Arbeit, Arbeit, Arbeit und diese ganz einfachen Dinge hier nicht machen. Eieiei, ich mache jetzt hier so ein Viererfenster rein. Geht das oder ist das zu eine große Aussicht? Ich würde vielleicht Zweierfenster machen, weil heiße Angelegenheit, Errungenschaft erzielt. Super. Mach nur einer Fenster, weil es ist ja so eine kleine, oder mach Zweierfenster, weil es ist ja eine kleine Route. Ja, Aber. gut, dann hocke ich jetzt hier, warte. Ja, warte, dann mach mal, das ist ja ganz ein bisschen farbiger. Dann setze ich jetzt hier so zwei dunklere. Warte, dann geh mal da runter. Dann setze ich jetzt zwei dunklere. Dann sieht das ein bisschen eleganter aus. Spannender. So, dann mache ich das jetzt hier auch nochmal. Scheiße, ich habe jetzt ganz viel Holz gemacht.
Ja, Holz werden wir später noch gebrauchen. So, genau. So. Da kommt das hin und da das. So, sehr schön. Jetzt haben wir auch schon einen Ofen. Geht das? Funktioniert das? Wie hoch machen wir das Haus? Haben wir jetzt da die Decke? Nein, wir machen zwei, ne? So, das ist das. Ja, Leute, normalerweise brenne ich immer mit Kohle, denn normalerweise gehe ich auch her und baue mir irgendwelche schicken. Was? Ja, du kannst Setzlinge verbrennen, neuerdings. Ich weiß nicht, seit wann es geht, aber. Echt, geht das? Ja, es geht. Was bringt mir das denn? Ich glaube, die brennen ein halbes Dingens lang, also einen halben Block und dann, also zwei Setzlinge, ein Block. Ja, gut, also bei mir funktioniert das gerade nicht, also, okay, funktioniert nicht. Wüsste auch nicht, was es mir jetzt eventuell auch bringen sollte, so gut. Ich laufe jetzt hier laufend im Kreis, sehr sinnlos. Gut, dann gucke ich mal, natürlich setze ich hier mal das rein, was ich hier nicht benötige. Oder eventuell erst später. Oder das ordnen wir gerade um. Genau. So, und ja. Also eigentlich habe ich ja jetzt keine Lust, immer so weiter hinten zu laufen. Aber wisst ihr was, Leute, wir machen es einfach so. Wir machen jetzt hier, mache ich jetzt hier zap, zap. Ach, Mist. Ja, mach ich jetzt so. Ja, ich hab gedacht, Wasser kriege ich jetzt hier nicht raus, so, jetzt springe ich hier runter. Ah, das wäre jetzt eine ganz blöde Idee. Da runterbauen und dann. Ja, ich baue jetzt hier nur mal für dich zur Verständigung. Nicht, dass ich jetzt hier allen anderen erzähle, nur du kriegst mal wieder nichts mit. Ja, ich höre doch. Ja, ja. Ich baue jetzt hier hinten mal so eine Art Mineneingang nach unten, damit wir nicht laufend irgendwo hinrennen müssen, wenn wir irgendwelche Erze brauchen oder so. Wir können eine Falltür bauen bei uns. Ich weiß noch nicht, wie man craftet. Ja, Falltür ist auch ganz sinnvoll. Nur eine Falltür ohne irgendwie Leiter bringt mir auch nicht viel. Ja, ich habe übrigens noch einen Hafen. Also einen automatischen Hafen zu bauen, werdet ihr dann sehen. Vielleicht nehme ich einen Zeitraffer auf. Und dann ja, dann kann man das so umsetzen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Lassen andere aufnehmen, machen dann daraus eine Art Zeitraffer. Und dann können wir das hier alles zu einem großen Let's Play zusammenschneiden. Ich denke, es wird ganz große Klasse hier. Naja, gut, was ist ganz große Klasse? Ich würde vielleicht nicht nach unten bauen, ne? Ja, ich weiß, nach unten bauen soll man sich ja eigentlich nicht. Das habe ich schon in ganz vielen Videos gesehen. Wenn ich Pech habe, ist jetzt gleich eine Höhle. Aber ich habe jetzt hier nur mal so ein paar nach unten gegraben, damit ich jetzt hier nicht ins Meer reingrabe. So, dann baue ich jetzt hier mal ein bisschen was. Wenn du Pech hast, ist da unten gleich Lava. Ja, gut, so tief bin ich ja nicht. Wenn ich Pech habe, ist da unten Lava, dann. Es gibt so. Nicht, das baue ich hier den ganzen Sand ab. Also das ist auch nicht Sinn des ganzen Krams hier. Sieht natürlich ein bisschen doof aus. Ich kann mit Setzlingen brennen, ne? Ja, gut, ich kann's nicht. Ein bisschen doof, ne? Vielleicht liegt's am Tech-Job. Am Text-Job. Nee, vielleicht bist du. Ich glaube, man kann nur bestimmte Setzlinge brennen. Hey, cool, ich habe Eisen gefunden. Oh, ich habe Glas gemacht schon. Ein Block. Ich bin Glas. Ah ja, sehr schön. Jetzt haben wir hier auch schon Eisen. Da kann man auch schon gleich einen schönen Eimer machen. Einen Eimer kann man hier bestimmt gebrauchen. Hä? Das Glas fügt sich bei mir zusammen. Oh, habe ich dann Connected Textures oder sowas? Cool. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unser Video bewertet und uns schreibt in den Videos, was wir besser machen sollten oder vielleicht auch nicht machen sollten und wie ihr euch das Ganze dann vorstellt. Vielleicht könnt ihr euch auch in den Kommentaren eure eigenen Wünsche einbringen, also was ihr hier sehen wollt, was wir hier machen wollen, sollen. Machen wollen, ja. Hast du die Minecraft-Sounds an? Nee, habe ich gerade nicht. Ich mach da mal bei mir an, ne? Ja gut, dann mach mal bei mir an. Gut, ja. Gut, habe ich jetzt nicht beachtet, dass ich hier keinen Minecraft-Sound an habe, aber so ein bisschen persönlich finde ich, beim Let's Play ist der auch ein bisschen am Steuern. Also wenn ich jetzt hier nicht am Quatschen wäre und euch die Ohren voll laber, dann denke ich, würde das ein bisschen stören. Nicht stören. Also wenn ich euch jetzt hier die Ohren voll laber, dann und die Musik ist an, dann übertöne ich das so beides ein bisschen. Das wird, hört sich ein bisschen doof an. Aber du kannst die Musik gern anmachen. Da habe ich nichts gegen. So, jetzt ist mir gerade meine Axt kaputt gegangen. Aber wir haben ja Eisen, da können wir jetzt eine bessere Axt machen. So, wie mache ich das jetzt so? Ey. What? Du kannst auch mit zwei kaputten Gegenständen einen. Jetzt geht's. Ja, was? Wie bitte? Mit zwei kaputten Gegenständen kann man einen ganzen Gegenstand machen. Ja, das habe ich auch, das weiß ich auch schon. So, das ist natürlich gar nicht doll. Das habe ich mir so nicht vorgestellt, Leute. Felix? Nee,
Mist, egal. Ja, kannst du mir eventuell noch mal ein paar Holzleitern hier runterschmeißen? Jo, Ich habe sie. Ich habe sie. ich bin gerade Eisen abbauen. Ja, das ist schön und gut. Ich sitze jetzt hier unten in dieser blöden Höhle fest. Ich komme sofort. Ah, nein. Ich habe jetzt keine Lust, hier das halbe Spiel noch rumzusitzen. Das könnte ein bisschen langweilig werden. So, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe gedacht, drei Leitern werden reichen. Und es wird dunkel. Das ist aber gar nicht schön. Und wir haben keine Axt. Das heißt, wir können jetzt auch nicht irgendwie hier irgendwie was abbauen. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Dann sieht es vielleicht ein bisschen toller aus. Brauchst eine Spitzhacke zum Kratzen. Ja, Spitzhacke könnte ich gebrauchen und Leitern. Denn Leitern, ohne Leitern komme ich hier nicht mehr raus. Oder ich müsste mich irgendwie hier anders hochgraben. Und, aber da habe ich Angst, dass ich jetzt ins Meer reingrabe. Dass ich Da hier. ist der Hof. Dass ich hier irgendwelche. Hast du mir gerade Leitern runtergeschmissen? Nee, hast du nicht. Ach Gott, oh Gott. Jetzt habe ich hier irgendwas ganz missgemacht. Sorry, Leute. Für dieses wenige Licht, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel sehen werdet. Dreh deine Brighton zu. Ich sehe gerade auch nicht viel. Martin, ich habe mich hier gerade zugemauert. So, jetzt habe ich hier wieder ein Loch reingemacht. Sehr schön. Hier, geh mal unter, drück mal Escape, also die Escape-Taste. Ja? Dann geh auf Options, drück Grafikeinstellungen und mach deine Helligkeit auf hoch. Ach so, ja, so meinst du das. Ja, nee, ich meine, wir haben nachts und Nacht und ich sitze hier Ja, in der dann ist Höhle. das heller, ganz heller. In der Höhle oder so. Ach so. Sonst sehen die auf YouTube nur einen schwarzen Bildschirm. Ja, super. Craftet jemand ein paar Leitern? Craftet. Ist alles egal. Ich habe keinen Bock, mich damit auseinandersetzen. Aber könntest du mir ein paar Leitern runterschmeißen? Ja, Oder bitte. ich könnte mich jetzt auch hier eigentlich wieder hier hochbuddeln, nicht die ganze Zeit unten vergammeln. Das ist ja jetzt ein bisschen langweilig. Dann entschuldige ich mich mal, dass das jetzt ein bisschen langweilig wird, war mein Fehler. Hier, 12 Leitern reichen etwa, ne? Ja, aber in das Loch runterschmeißen, ne? Ich versuch's. Und Ja, ich sehe dich. Scheiße. So sind wir. Oh gut. Jetzt sind wir hier beide unten. Gut, dann bau du uns mal die Leiter. Warte, da fehlt noch was. Ja gut, mach du. So, ja, Glück gehabt. Die hat's gerade Leben abgezogen, oder? Ich habe auch sowieso nur noch ganz wenig Leben. Ah, super. Mit Dachaussicht hier. Na, das ist ja fabelhaft. Ich schätze, wenn wir hier einen schönen Sonnenaufgang, werden wir hier schon eine schöne Aussicht haben. Autschi, das war jetzt eine ganz blöde Idee. Haben wir schon irgendwie sowas wie Tiere oder ähnliches? Nee, Die ne? darfst du eigentlich nicht schlachten, weil neuerdings spawnen die nicht mehr richtig. Hier, ich bring mich mal um, ne? Warum das? Weil ich nur noch 2 Herzen habe Ich habe nur noch ein Herz, aber wir brauchen irgendwie ganz dringend Tiere. Wir müssen Tiere farmen. ich habe kaum noch Nahrung. Ich auch nicht. Ja, dann mach alles in die Kiste und spring vom Dach. Suizid! Ey, was war das denn? Erstmal gestorben bist du gerade. Wir sind ja hier beide gestorben. Warum ich gerade gestorben bin, kann ich leider nicht erklären. Doch, du wirst shot by a skeleton. Shot by what? Skelett. Ah ja. Ja, ich sehe da gerade meinen Freund, der mich da gerade erschossen hat. So, diese Perlen hole ich mir wieder. Ich weiß zwar gerade noch nicht, wofür die Doch, das insgesamt da sind. sieht gerade so cool aus, die Teile. Ey, 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 da ist ein blödes Skelett. Ich renn mal. Ach du meine Güte. Ich vertrieb mich hier. Ich verdrück mich. Nee, nee, nee. Das gefällt mir nicht. Ach, Felix, das Skelett will mich umbringen. Ich renne in das Haus rein. So, jetzt so, sehr schön. Jetzt habe ich wenigstens alles. So, ich mach mal etwas. Ich mach jetzt mal ein paar Fackeln. Nee, 4 reichen da sicherlich nicht. Halt mal die Aufnahme an. Halt mal bitte kurz die Aufnahme an.